Professor Trude Schmelzmann gilt heute als Koryphäe der Kunstszene. Ich bitte um einen großen Applaus für Frau Professorin Schmelzmann. Wir stellen uns also vor, ich, eure Dozentin und ihr meine Schülerinnen, Studenten und Studentinnen. Ich steige jetzt also nochmal die Treppen vom Kunst-Olymp runter und ihr begrüßt mich mit den Worten: Guten Morgen, Frau Schmelzmann! Na los! So geht das doch was! Nein, das war gar nichts! Guten Morgen! Jetzt! Professorentitel. Guten Morgen, Frau Professorin Schmelzmann. Nochmal. Guten Morgen, Frau Professorin Schmelzmann. Ja, da fehlt noch was. Guten Morgen, liebe Frau Professorin Schmelzmann. Ich hab das Ganze satt. Guten Morgen, Frau Professorin Schmelzmann! Naja, geht doch, Bruder! Was ist das denn? Liebe Freunde, Artgenossen und Kunstsammler mit fetter Brieftasche! Da stehe ich nun, ich kluge Torin, und bin so klug als wie vorhin. Können Sie sich vorstellen, dass unten in diesem schmucken Raum mal eine Wohnung war? In der Tat haben wir während 11 Jahren Menschen gehaust, diese Räumlichkeiten belebt und einige Male haben hier feuchtfröhliche Orgien stattgefunden. Leider kann ich mich wegen dem Vollrausch an keine einzige mehr erinnern. Mein Gott, wenn diese Wände regen könnten, aus dem Deck. Nun, Urli und Renny haben die Gastfreundschaft stets hochgehalten und in diesem Sinne soll es hier, wenn auch in einer anderen Form, feucht, fröhlich weitergehen. An dieser Stelle möchte ich Schwarzgänsehaut und geht's Ihnen gut, für das Vertrauen am heutigen Tag die Laude abzuhalten zu dürfen. Dank! Auch wenn Sie diesen Anschluss bereuen werden. Wie kam es zu dieser Verbindung? Nun, zum einen interessierte mich die Kunst von Gänsehaut mit all seinen Schweinereien hier malt. Demgegenüber steht oder hängt die Kunst von geht's Ihnen gut. Wesentlich seriöser, aber im Geiste dennoch gleich versaut. Zum anderen faszinierte mich die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, welche ihren Gedanken freien Lauf lassen und somit Bilder und Objekte entstehen, die fesseln und verzaubern. Ich versuchte also, ein seriöses Treffen in Hamburg Blankenese zu arrangieren, um sie etwas näher kennenzulernen. Die beiden meinten, dass sie nur den Kiez in Hamburg kennen. Nun, seit ich an der Herbertstraße mit hartgesottenen Feministen für Männer zurück an den Herd geworben hatte, konnte ich mich da nicht mehr blicken lassen. Ich meine, die hatten an gewissen Körperstellungen so viele Haare, dass selbst Tarzan in klaustrophobische Zustände geraten wäre. Und so schlug ich ein Treffen in der Haifischbar am Hafen vor, was sich später als fataler Fehler erweisen sollte. Die beiden haben nämlich zugesagt. Nach einem 3-tägigen Filmriss hielt ich es für das Beste, ihr Atelier vor Ort mit einer Großpackung Aspirin und einem Zentner Rollmöpschen zu besuchen, um mir ein genaueres Bild machen zu können.
Nachdem an der Goldküste von Gorten, Uri und eines Luxusvilla fertig gebaut war, erblickte man hier unten nur noch nackte Wehre, Wände, die förmlich nach Wiederbelegung, Streicheleinheiten, Zärtlichkeiten, nach verrückten, kreativen Bumsfidelen Individuen lechzten, wo es im Olymp der MagistralkünstlerInnen zum multiplexorchestralen geistigen Superfluxkompensator-Orgasmus kommen sollte. Und so gingen wir schwanger. Geht's Ihnen gut, Gänsehaut und ich? Warum man das gerade bei mir so deutlich ansah, bleibt mir schleierhaft. Nun, das Kind war geboren und wir benannten es Galerie Haus Rot. Doch, was wäre eine Galerie ohne all seine Kunstschaffenden, die darin ausstellen? Was uns wohl am meisten berührte und Freude macht, ist die Tatsache, dass nicht nur Freunde, sondern fast alles, was Rang und Namen hat in der Kunstszene, hier vertreten ist. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Wir kommen zum Schluss. Galerie Haus Rot ist in Wirklichkeit gar keine Galerie, auch wenn wir es irgendwelche Kunst von außen zu sehen wollen. Aber die sind eh nicht eingeladen. Nein, die Galerie Haus Rot ist im eigentlichen Sinne fiktiv. Ich bin fiktiv, ihr seid es, ja die ganze Welt ist es. Und ganz bestimmt Gänsehaut, der Fikt ist fiktiv. Galerie Haus Rot ist noch viel mehr, denn diese Oase für Kunst- und Kulturschaffende aus allen Sparten soll zusätzlich eine Plattform für Literaten, Sänger, Barden, Schauspieler, Musiker, Geschichtenerzähler, Lebens- und Unterhaltungskünstler sein. Dieser Raum geht raus an andere Orte, zieht Kreise in einem Rechteck, schafft Verbindungen und Beziehungen, damit die Künstlerinnen sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch Profit machen. Ja, Profit! Denn schließlich müsst ihr ja auch für euren Lebensunterhalt wie Drogen, Alkohol etc. aufkommen. Genau da liegt der Unterschied zu anderen Galerien und Galeristen, die längst vor dem Aussterben bedroht sind. Nun gut, es gibt auch Ausnahmen. Ich will keine Namen nennen, aber schön sind Rolf und Jolanda Käsemann heute anwesend. Applaus! Zurück zu den schnarchtriefenden Fuzzi-Hallauf-Omas, Mordsveranstalter, all die fetten, kleinschwänzigen Dummschwätzer und all die fetten Halsabschneider, die sich auf euren Kosten den Hintern mit Kunstraub vollgestopft haben. All jene mit dem Nosferatu-Kinski-Blick, die Eier leer gesaut und sämtlicher Vagina-Cocktails mit Sahnehäubchen trocken geleckt haben. Was zur Folge hat, dass kaum einer mir einen Hoch stimmt, geschweige denn sich eine Chiquita-Banane sich in die Möse zu stopfen vermag. Bitte um Entschuldigung, manchmal geht es einfach mit mir durch. Ich versuche mich also zu beherrschen. Mir passiert muss. Und dann die Museen. Dieser Viertelbürger mit ihren Hämorrhoiden-Geschwülsten an den dünn gelutschten Ohrläppchen, die im besten Falle an herunterhängende, vollgeschissene Kuhschwänze erinnern. Ja, die Kuratoren, die an ihrem Minderwertigkeitskomplex größten waren. Komplex Pons Fidele Sankt Nimmereinstag schon lange hinterher hecheln. Dieser Fuß nägelkauenden Hulps-Furz-Bronis-Scharlatane in scharlachroten Mäntelein. All die degerierten O-Beinigen Rumpelstilzchen, deren Nasenpiercing noch als Penisring zu groß ist. Das wird ja immer schlimmer.
Nun gut. Gastgeber ist also Schwarzgänsehaut und ich die Spinne im Netz. Daher mein Motto: Vernetze dich, ohne darin hängen zu bleiben. Kommen wir kurz zum Geschäftlichen. Kunstinteressierte mit seriösen Kaufabsichten mögen sich jeweils bitte bei Gänsehaut oder geht's ihnen gut melden und ich kassiere dann ein. Für Beschwerden oder Kritiken bin ich, beziehungsweise Bruno, der Mann fürs Grobe zuständig. Jedem Dritten, der meckert, dem schneidet ihr die Eier ab. Zwei waren bereits schon bei ihm. In diesem Sinne wünsche ich allen Artgenossen und einen freundschaftlichen Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.